Tatjana Sercan, Sie werden die Rolle der AIDA auf den, im Bregenzer Festspielen spielen. Wie können Sie sich mit der Rolle identifizieren? Questa Rolle faccio prima volta, però piaceva da tanto, okay. Das ist also ein Rollendebüt für Sie, das erste Mal, dass Sie die Rolle singt. Das ist seit langem ein Wunsch, die Rolle zu nehmen. Sie fühlt sich sehr wohl. Sie genießt das Arbeiten mit Maestro Rizzi und auch mit Graham Wick. Und sie hofft jetzt einfach, dass die Produktion für sie auch gut wird, fühlt sich aber sehr, sehr gut. Hat sie in Teilen immer schon mal studiert und wachsen lassen und freut sich jetzt, dass sie sie angehen kann. Ich habe mit ihm gearbeitet und habe die Fiducia di lui fare debut proprio con lui e anche con Graham, vabbè. Spero che sarà tutto a posto. Inwiefern ist die Bregenzer Seebühne für Sie eine spezielle Herausforderung als Bühne? Sì, anche se faccio terza produzione qua, sempre c'è tanto novità, tanto sorprese che ci sorprende. Das ist die dritte Produktion, die sie hier macht. Das ist also nicht neu für sie. Nichtsdestotrotz ist immer wieder etwas neu und immer etwas eine Überraschung oder aufregend. Sie findet es aber toll. Sie findet es manchmal fast wie einen Traum, weil man Sachen verwirklichen kann, die man im zugedeckten Theater nicht machen kann. Ja, also sie findet es ein tolles Arbeiten. Wird sie auch eine Rolle im Wasser haben? No. Solo sopra. Sie muss nicht ins Wasser, sie muss aber weit nach oben. Wie schaut es denn mit der Höhenangst aus? Non ho come paura, però sì. Prima volta sempre. Es ist nicht Angst per se, aber man ist schon aufgeregt und gespannt beim ersten Mal. Man macht dann auch so ein paar hohe Töne, die nicht gewollt sind. Aber sie sagt, in dem Moment, wo man auch anfängt zu singen, fällt die Angst auch weg, weil man sich auf was anderes konzentriert. Und es wird einem auch geholfen, also es geht gut.